Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie viel Korruption eigentlich in Österreich vorherrscht. Schon seit Jahren herrscht es vor, aber durch die letzten Monate, durch die Chatprotokolle, auch die Aufarbeitung all dem, was passiert ist, sehen wir, dass Österreich tatsächlich ein Korruptionsproblem hat. Und es gibt jetzt eine einmalige Chance, ein Zeichen zu setzen. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann mit seiner Unterschrift ein Zeichen setzen gegen Machtmissbrauch, gegen Korruption und zur Stärkung des Rechtsstaats und einer liberalen Demokratie. Warum werden Sie das Antikorruptionsvolksbegehren unterschreiben? Es gibt, glaube ich, fast keine Gründe, es nicht zu unterschreiben. Wenn man mit ein bisschen offenen Augen durch die österreichische Gegenwart gegangen ist in den letzten paar Jahren, weiß man, dass es an allen Ecken und Enden notwendig ist, da mal regulierend einzugreifen. Und deswegen bitte unterschreiben. Ich meine, gut, das ist zack, zack. Es wisst ihr, also, wer den linksradikalen Radau-Kanal überhaupt einmal anschaut, anstatt ihn zu blockieren, brauche ich eh nichts mehr. Ja. Aber macht es trotzdem, ja? Die Faulheit ist ein mächtiger Gegner. Weil Österreich seit Jahren am letzten Platz des Informationsfreiheitsrankings weltweit ist. Das heißt, alle anderen Staaten sind transparenter und fehlende Transparenz sorgt dafür, dass auch Korruption gedeihen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass als eine der 72 Maßnahmen auch ein Informationsfreiheitsgesetz beispielsweise eingesetzt wird. Und deswegen unterstützt auch unser Verein Open3.at diese Initiative. Es ist extrem wichtig, dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger wachsam sind, was in dem Land passiert. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig und entscheidend, dass jeder in der Woche jetzt zu dem Amt geht und eine Unterschrift setzt. Antikorruptionsvolksbegehren. Und zwar von 2. bis 9. Mai. Wir schauen immer in die umliegenden Länder und sagen da, oje, da wird die Demokratie zu Grabe getragen. Ja? Aber so ein Prozess ist schleichend, er ist wirklich schleichend. Und wir müssen teuflisch aufpassen, dass das in Österreich nicht passiert. Es ist einiges an Transparenz geglückt im vergangenen Jahr, Gott sei Dank. Ja? Also Ibiza-Video etc., die Chats, das war wichtig, damit das einfach auch sichtbar wird, was hier im Untergrund schon wirklich sich angebahnt hat und was da sich da abgespielt hat. Und das haben nur wenige Insider gewusst und deswegen war das einfach wirklich wichtig, das sichtbar zu machen. Alle Menschen in Österreich sollten das Antikorruptionsbegehren unterzeichnen, weil es einfach wichtig ist, dass unsere PolitikerInnen Spielregeln bekommen, dass sie mit unserem Steuergeld nicht machen können, was sie wollen, dass das Steuergeld nicht in ihre Taschen fließt, dass wir unabhängige Medien haben. Wir wollen, dass PolitikerInnen sich an Regeln halten müssen, damit wir auch wieder ein Vertrauen in unsere Demokratie, in unsere PolitikerInnen haben können. Wenn ich in die Politik gehe, ja, habe ich eine Vorbildfunktion. Ich meine, ich bin diplomierter Krankenpfleger, war in meinem Krankenhaus auch Betriebsratsvorsitzender. Ne? Und das war eine Guideline für mich. Ja? Ich bin auch ein Vorbild, ich habe eine Vorbildfunktion. Ja? Und das erwarte ich von einem Politiker genauso. Ja? Und ich kann nicht so tun, okay, das hat jetzt keine strafrechtliche Relevanz und daher kann ich das machen. Ja? Es gibt auch moralische Verpflichtung, also wirklich. Ja? Und ja, das ist mein Anspruch an die Politik, egal was für eine Partei jetzt ist. Ja?